Hallo ihr Lieben, das ist ein kurzes Video, hoffentlich ein kurzes Video zu etwas, was ich möglicherweise nicht mache. Ich bin noch unentschieden. Aber auch über die Dinge, die man nicht tut, lohnt es sich manchmal zu reden. Ich habe den Fehler gemacht, einen alten Aufsatz wieder rauszuholen und mir mal wieder anzusehen. Ich glaube, ich weiß nicht, das wievielte Mal das ist. Das ist ein wichtiger Aufsatz aus meiner Sicht, also zumindest für meine philosophischen Lehrer war er wichtig. Er hat den schönen Titel Moralität und Sittlichkeit zu Hegels Auseinandersetzung mit der kantischen Ethik. Der Aufsatz stammt von 1966 und wer ihn verbrochen hat, ist ein gewisser Herr Joachim Ritter, Philosophieprof gewesen, sehr einflussreich gewesen, also wen man nennen könnte, als wer so Ritterschüler sind, die etwas bekannter geworden sind, zum Beispiel Odo Markert oder Hermann Lübbe und noch einige andere. Ich glaube auch Rudolf Spemann sogar. Heißt der Rudolf? Bin ich zu wenig drin. Spemann hat mich nie interessiert, um offen zu reden. Kurz gesagt, auch meine Lehrer, die viel weniger bekannt sind, waren Ritterschüler. Also gerade zwei, die zwei wichtigsten sind beide zufällig, Zufall, beide Ritterschüler gewesen. Und das ist eine relativ liberal-konservative Ecke letztlich gewesen, die sich auch stark gegen die Frankfurter Schule rausgebildet hat. Also wer vielleicht denkt, ich hätte irgendwas mit Habermas am Hut, zumindest von der philosophischen Genealogie ist dem gar nicht so. Also ich habe bei Leuten gelernt, die eher bei Blumenberg und eben bei Joachim Ritter gelernt haben. Und jetzt habe ich also diesen Aufsatz von Joachim Ritter wieder rausgeholt, der sich eben mit Hegels Auseinandersetzung mit Kant auseinandersetzt. Und ich finde ihn wahnsinnig ergiebig. Ich habe teilweise das Gefühl, wenn ich ihn lese, dass es so ist, dass wir erst heute die Chance überhaupt haben, Hegel richtig zu verstehen. Also auch selbst Joachim Ritter hatte die nur teilweise und eben das Zeitalter Hegels, also so auslaufendes, was ist das, 18. Jahrhundert, Beginn des 19. Jahrhunderts, konnte Hegel nur missverstehen, so zumindest meine Deutung, gerade wenn ich jetzt diesen Aufsatz wieder lese. Und er ist also so, wie solche Aufsätze geschrieben sind. Er ist voller Abstrakter, er setzt wahnsinnig viel voraus, wenn ich den, also ich habe kurz überlegt, ob ich den hier bespreche, weil ich das ja hier mit so viel mache und ich habe so viele lose Enden momentan. Ich habe Thomas Gordon noch nicht zu Ende besprochen. Auf dem anderen Kanal, den ich betreibe auf Patreon, habe ich erst mit Machiavellis Discorsi angefangen, da stecke ich gerade fest in Video Nummer 6 oder 7. Das will ich auch noch weiter fortführen und habe jetzt also spiele mit dem Gedanken, hier so ein weiteres Fass aufzumachen, weil es einfach so wahnsinnig, wahnsinnig gehaltvoll ist und das, was ich so unbewusst abgespeichert habe, womit ich mich jetzt schon ewig nicht mehr beschäftigt habe, nicht, dass man bei Hegel ganz viel Schub findet für die Idee, eben eine politisierte Gesellschaft zu schaffen und eben eine Gesellschaft, die auf dem demokratischen Losverfahren beruht, als zentralen politischen Verfahren, finde ich in dem Aufsatz voll bestätigt. Es ist natürlich eigentlich ein sehr innerphilosophischer Aufsatz. Also Joachim Ritter beschäftigt sich mit der Position Hegels zu Kant im Zeitkontext und versucht das zu rekonstruieren und warum, wie eigentlich auch Hegel, gerade Aristoteles und Kant, die man oft in der Ethik sehr gegeneinander hält, ne? Also die Gesinnungsethik von Kant und die Was-weiß-ich-Ethik von Tugendethik von Aristoteles wird oft sehr so gegeneinander gehalten. Hegel ist jemand, der das auf eine ganz, ganz bestimmte Weise, die ist eben nicht egal, die Art und Weise, beide Impulse produktiv in sich aufnimmt und eben auch da ein großer Synthetiker ist, also der Gegensätze vereinen kann. Und für unser heutiges Bestreben, eine politisiertere Gesellschaft, auch eine Gesellschaft zu schaffen, die tatsächlich die Versprechen der französischen Revolution tatsächlich, wie soll man sagen, nicht nur in Gedanken, sondern auch in der Realität, in der Verfassungsrealität, in der gesellschaftlichen Realität, in der politischen Realität einlöst. Das finde ich in diesem Aufsatz extrem bestätigt und insofern ist er philosophisch für mich extrem befriedigend, ihn zu lesen. Das ist aber jetzt keine große Überraschung. Ich meine, ich habe bei den Leuten indirekt in die Lehre gegangen, dass ich das jetzt toll finde, ist jetzt irgendwie, das Gegenteil wäre eher eine Information oder wäre überraschend. Es ist halt aber hochabstrakter Quark, also ich könnte jetzt so Absätze vorlesen, dass man das dann merkt. Ich lese mal einen so, dass man dann irgendwie spürt, wie so komische Philosophenhanseln schreiben. Ich sehe jetzt, geht's irgendwo relativ willkürlich rein. Das Gerechte tuend werden wir gerecht. Der Mensch wird, was er auf gute und rechte Weise, schlechte Weise zu sein vermag, ethisch, in Anführungszeichen ethisch, sein Handeln besteht und hat seine Bestimmtheit in der Gewohnheit des Allgemeinen. Kommt ihr noch mit? Es ergibt sich, jetzt kommt ein Hegel-Zitat, es ergibt sich, dass die aus dem Gewohnten herkommende Tugend uns nicht von Natur zuwächst, denn keines der von Natur Seienden kann sich anders gewöhnen. Der Stein, der von Natur fällt, wird sich niemals gewöhnen, nach oben zu steigen, auch wenn man es tausendmale versucht, ihn umzugewöhnen. Weder von Natur noch gegen die Natur werden daher Tugend und Tüchtigkeit. Es ist uns zwar von Natur die Möglichkeit gegeben, sie anzunehmen, aber zur Verwirklichung kommen sie in der Gewohnheit des Ethischen. Nur um ein Beispiel zu geben, wie abstrakt. Und das war eher noch einer der gut zugänglichen Passagen. Und das nochmal dazu,
ist schon eine Interpretation von Hegel. Das ist nicht Hegel selber. Ich könnte auch Hegels Rechtsphilosophie selber lesen. Vielleicht ist das sogar der bessere Weg, als jetzt Joachim Ritters Interpretation von Hegel zu lesen oder Rekonstruktion von Hegel zu lesen, die natürlich auch einen Zeitkontext hat. Wir befinden uns in Nachkriegsdeutschland. Die ganze Nationalsozialismus-Thematik und auch die Kommunismus-Thematik ist hochvirulent in der Zeit. Und es war ein also auch sehr heikler Akt, Hegel gerade in dieser Zeit, also im Nachkriegsdeutschland, noch prä-68, positiv zu rekonstruieren zu wollen. Das kann auch mächtig schief gehen, vielleicht ist es auch mächtig schief gegangen. Ich kann nur sagen, dass ich in diesem Text wahnsinnig viel finde und auch sehr bestätigt finde, warum ich tatsächlich Hegel für den wesentlich interessanteren Philosophen halte gegenüber Kant. Kant ist ohne Frage ein unglaublicher Philosoph und in vielen bin ich mit meinen begrenzten Fähigkeiten und Möglichkeiten überhaupt nicht in der Lage, Kant zu folgen, auch wenn ich mich noch so sehr anstrenge. Also nicht, wie soll man sagen, bitte falsch verstehen. Kant ist eine Geistesgröße, so wie Platon eine Geistesgröße ist und auch Nietzsche fraglos eine Geistesgröße ist. Also jemand, der einfach wahnsinnige Brainpower hat und das Ansehen, das er genießt, nicht umsonst genießt. Das ändert aber halt nichts, dass halt auch sehr, sehr intelligente Menschen manchmal die falschen Fragen stellen und die falschen Ansätze wählen. Und in diesem Sinne scheint mir Hegel der für unsere heutige Zeit sehr viel ergiebigere, sehr viel produktivere Philosoph zu sein, der von vielleicht Leuten, die etwas fähiger sind als ich selber, neu angeeignet werden könnte unter heutigen Bedingungen. Also Hegel hat sehr viel mehr Aufmerksamkeit verdient als viele, viele andere Philosophen. Hegel erscheint mir paradoxerweise als auch der modernere Philosoph, auch moderner als viele seiner nachträglicheren Epigonen, also sowohl Rechts-Hegelianer als auch Links-Hegelianer, die dann auf Hegel ansetzen und Hegel weiterentwickeln oder negieren oder was auch immer oder bei Hegel Mängel finden. Mir kommt das so vor, dass wir bei Hegel eigentlich ein Denken finden, das fortschrittlicher ist als alles andere, was danach kam. Und das ist natürlich ein Armutszeugnis für unsere Zeit und wahrscheinlich auch nicht der Anspruch Hegels selber gewesen. Also Hegel hatte nie vor, so nach meiner Deutung, ein moderner Autor zu sein und zu bleiben, weil wenn das so ist, also wenn das überhaupt stimmt, meine Interpretation, dann ist das ein Armutszeugnis für sozusagen den Lauf der Geschichte, für den Weltgeist und seine Verwirklichung und sein zu sich selber Bewusstsein kommen oder was auch immer man im komischen hegelschen-janischen Jargon oder im hegelianischen metaphysischen Denken dazu sagen kann oder auch nicht. Ja, ich dilettiere hier nur, ich stöpsel hier nur rum. Hegel würde sicher anders sprechen heute oder würde vielleicht eben auch gar nicht hegelianisch sprechen. Was ich damit sagen will, ist, es gibt eben vielleicht das Problem, dass Hegel noch modern ist. Das sollte er nicht sein, aber möglicherweise ist er es und ist eben auch, hat uns mehr zu sagen als so mancher andere Philosoph, der später geschrieben hat, weil Hegel eben Probleme gesehen hat in seiner Zeit, die leider, leider bis auf das heutige Datum ungelöst sind und sich möglicherweise seit Hegel gelebt hat, noch zusätzlich verschärft haben. Möglicherweise ist eben Hegel immer missverstanden worden, ist nicht wirklich, obwohl er populär geworden ist, obwohl es einen großen linkshegelianischen Strang und einen großen rechtshegelianischen Strang innerhalb der Philosophie und innerhalb der Politikgeschichte auch gibt, sind vielleicht die eigentlichen Schätze nach wie vor ungehoben. Das ist zumindest mein Eindruck, wenn ich Joachim Ritters Interpretation von Hegel lese. Und wie auch immer, kann man teilen oder auch nicht. Ich wollte das nur mitteilen, dass mich solche Dinge beschäftigen und vielleicht mache ich den Aufsatz auch noch, wenn ich alles andere geschafft habe oder vielleicht auch aus einer Laune heraus, aus einer zufälligen persönlichen privaten Laune, weil es mir Freude macht, weil es mir Spaß macht, wende ich mich diesem Text zu. Werden wir sehen, ob es passiert oder nicht. Genau, in diesem Sinne bleibt jetzt nur die vorläufige Mitteilung, dass ich etwas nicht im Moment nicht mache und dass das wahrscheinlich auch eine Zumutung wäre, diesen Text auf YouTube zu besprechen. Ich finde das selber eher eine lustige Vorstellung. Es ist doch noch ein bisschen anspruchsvoller als so den ganzen Rest, was ich sonst so bespreche hier. Also vom Abstraktionsniveau und von dem, was es eben auch an Vorwissen voraussetzt, was man vielleicht schon sich selbst angesehen haben sollte und was man vielleicht auch studiert haben sollte, um dem dann überhaupt folgen oder vielleicht mit guten Gründen widersprechen zu können. So viel sei gesagt für hier. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ceterum censeo, Demokratiam esse sortiendam. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass in der Demokratie gelost werden sollte.